Hi Leute, heute wollte ich euch mal meine Favorite Cydia Tweaks und Apps zeigen. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es sind schon viele. Also fangen wir dann mal an. Also meine First Favorite Cydia Tweak ist Infinidoc. Und zwar, Infinidoc ist so etwas, wo man mit der Doc scrollen kann und so viele Icons reintun kann, wie man will. Und dann scrollt man einfach rüber und man kann die Icons auswählen. So, jetzt tue ich das hier mal zurück. Und ja, man kann auch einstellen in den Einstellungen App für Infinidoc, wie viele es per Reihe sollen sein. Also 4. Vor, ich zeige es euch mal mit 4. Mit 4 zeigt es pro Seite nur 4 an. Jetzt seht ihr das. Man kann auch auf 1 einstellen. Aber das macht nicht viel Sinn. Ja. Dann kann man noch Scrolling disablen. Dann disabelt ihr einfach, dass man nicht mehr scrollen kann, aber das ist ja dumm, weil sonst kommt ihr nicht rüber. Paging kann man auch einstellen, dann kommt ihr einfach so rüber. Und wenn ihr es ausstellt, dann gleitet es so schön. Ja, ich mache es jetzt wieder mal auf 5, weil das für mich am besten ausschaut. Jetzt kommen wir zur zweiten App, Double Add. Double Add ist so et ist eine Tweak, die euch die E-Mail irgendwo reinschreiben lässt, wenn ihr zweimal das Add-Zeichen drückt. Also stellen wir es mal ein, wir gehen auf Double Add und dann, es muss nicht nur die E-Mail sein, es kann auch was anderes sein, aber ja, machen wir etwas mal. YouTube.com. Wenn ich jetzt irgendwo rauf gehe, wo man ein Ad-Zeichen reinfügen kann und es zweimal drücke, dann seht ihr sofort kommt YouTube.YouTube.com. Da könnt ihr, glaube ich, auch etwas anderes reinschreiben, zum Beispiel einfach irgendwas reinschreiben, Double Add, und dann kommt es einfach. Aber ja, gemacht ist es eigentlich, dass man E-Mail-Adresse reinschreibt. Die nächste ist Kill Background. Kill Background. Also, was ist Kill Background? Wenn ihr jetzt hier, ich öffne mal mehrere Apps hier, und ja, wenn ihr jetzt hier mehrere Apps offen habt, dann seht ihr das hier bei mir. Das. Und wenn ich das drücke, dann verschwinden alle Apps hier. Wenn ich das jedoch jetzt mache, wenn ich das jetzt mache, dass alle Apps weggehen, wenn ich dieses rote klicke, dann geht Screen Splitter auch weg und dann ist die Verbindung zum iPhone weg und dann kann ich euch nichts mehr zeigen. Also mache ich es jetzt nicht. Und das ist halt so etwas. Man kann einstellen, dass es immer gezeigt wird. Also so. Jetzt wird es immer gezeigt. Und wenn man diesen Haken da wegmacht, dann wird es nur gezeigt, wenn man länger drauf drückt. Aber ich habe immer auf Always Visible gemacht. Und immer wenn ihr jetzt da drauf drückt, dann werden auf einmal alle Apps geschlossen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich Screen Splitter offen habe. Die nächste App ist Password Pilot. Was macht diese App? Also hier schreibt ihr euer Apple Passwort rein. Also von dem App Store Passwort mache ich jetzt. Und ja, und wenn das jetzt da drin steht und ich gehe jetzt mal zum App Store. Und suche mir hier jetzt mal eine Free App aus. Es geht auch mit bezahlter, aber suchen wir uns jetzt mal eine Free App aus. Nehmen wir einfach mal das erste und ich klicke jetzt auf
Reinstall, dann wird das Apple-Passwort sofort hineingefügt. Also das iTunes-Passwort. Es wird sofort hineingefügt, dann klickt ihr auf OK und dann wird alles gedownloadet. Dann das nächste ist SB Stick Notes Settings. Was das macht, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Notes App öffnen und jetzt schreiben wir uns das hin, also und wenn wir jetzt auf Fertig klicken, dann seht ihr, ich habe hier einen neuen Button oder wie ihr es halt nennen wollt. Wenn ich da drauf drücke, dann wird ein neues Icon erstellt und wenn ich da jetzt drauf drücke, dann steht da das, was ich geschrieben habe und ich kann wieder in Notes gehen und das ändern, irgendwas reinschreiben und dann ist es hier auch geändert. Ja. Das nächste ist Spire. Spire, was ist Spire? Spire ist ein legales Siri GUI. Das heißt, ihr habt Siri auf euer Gerät. Und ja, ihr braucht aber, dass Siri läuft. Also, jetzt steht da Spire not configured. Also ihr müsst da erstmal einen Siri Server oder Proxy reinschreiben. Was weiß ich, irgendetwas https ://. Und dann irgendein Server, der natürlich geht und iPhone 4S Outcase hat und so weiter. Server, Proxy, irgendwas. Da müsst ihr welche im Internet suchen. Oder selber einen machen und ja, dann drückt ihr den Home-Button und dann sollte es gehen. Aber ihr braucht natürlich einen funktionierenden, dass das alles funktioniert. Also, dass ihr Siri auf einem älteren Gerät habt. Okay. Zephyr oder Zephyr, ich kann das nicht aussprechen. Das gibt euch Multitasking auf eurem Gerät. Also, so wie es das iPad 2 hat. Aber ja, ich habe das auch in einem anderen Video, Zephyr ist oder Zephyr, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da braucht man keine vier Finger, um raufzuschieben oder so. Man nimmt einfach den Daumen, Zeigefinger, geht von ganz unten nach oben und dann ist das Multitasking schon offen. Oder wenn ihr von ganz von der Seite von rechts nach links swiped, dann kommt ihr auch im nächsten rein. Oder natürlich, wenn ihr von links nach rechts swipet, dann kommt ihr auch auf die andere Seite. Aber natürlich nur mit einem Finger. Ich glaube, das war schon. Anylock App wollte ich euch noch zeigen. Anylock App. Ihr kennt ja bei der iOS 5, wenn man den Home-Button doppelt drückt, dann kommt hier die Kamera. Ihr seht, ich habe hier einen anderen Icon. Und das könnt ihr einstellen, indem ihr Anylock App habt. Und dann könnt ihr Open App und dann stellt ihr einfach irgendein App ein, was weiß ich. GTA 3 zum Beispiel. Es muss nichts mit einer Kamera zu tun haben. Und dann, wenn wir das öffnen, ist der GTA 3. Ihr klickt drauf. Und dann öffnet sich GTA 3 das Spiel. Und ja, wie ihr seht. Ja, das war es eigentlich auch schon von den Apps. Wenn ihr euch denkt, was ist iCartU, dazu mache ich vielleicht noch ein Video, aber nicht jetzt. Und ja, wenn ihr Zephyr habt, dieses Spire, wenn ihr es euch runterladet, ist kostenlos, dann müsst ihr es bei allgemein auch einstellen, hier Siri, und dann müsst ihr es anmachen. Wenn ihr aber nur wenn ihr einen Siri Proxy ab, der wirklich auch geht. Okay Leute, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das sind meine Favorite Studio Apps, die ich mir immer runterlade, wenn ich mein Gerät gejailbreakt habe. Okay Leute, das war's.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.